Darf ich vorstellen, das ist Robin, das ist unser allererster Archäologe. Frisch gekauft, mit einer Goldprämie in Leeds rekrutiert. Der soll uns zum Sieg bringen. Er allein natürlich nicht, viele andere Archäologen werden noch dazukommen. Wir planen im Moment mit 8x2 mit 16 Archäologen insgesamt, die wir einsetzen wollen für 33 Landartefakte, die ich schon identifiziert habe. Und vielleicht kommen noch einige Seeartefakte dazu. Wie viele weiß ich noch nicht, wir haben noch keine Schiffswracks entdeckt, das kommt alles noch. Wohin schicken wir Robin? Wir schicken ihn, denke ich mal, dorthin. Erstens in die Ferne und zweitens dorthin in die Ferne, wo eine Nation ist, die selber schon sehr viele Kulturpunkte angesammelt hat. Warum? Wieso? Weshalb? Weil ich verhindern möchte, dass andere Reiche uns die Artefakte vor ihrer Haustür, vor der Nase wegschnappen. Und das wiederum bedeutet, wir müssen diejenigen ausschalten, wir müssen uns um diejenigen vor allem kümmern, diejenigen Herrscher, die genau wie wir sehr frühzeitig die Naturgeschichte freigeschaltet haben und damit die Archäologen. Das sind potenziell diejenigen, die über lange Zeit sehr viel Kultur produziert haben, denn Kultur braucht man ja, um diese kulturellen Ausrichtungen frühzeitig freizuschalten. Ein Blick in die Kultursiegtabelle zeigt uns, ihr erinnert euch vielleicht auch, dass es vor allem Saladin war, der über lange Zeit unfassbar viel Kultur produziert hat. 50 pro Runde immer noch, aktuell immer noch auf Platz 2 mittlerweile. Wir liegen mit 142 weit vorne mit Victoria, aber er war so lange Zeit immer weit vorne. Gandhi war und ist eben immer auf den Fersen, also das macht schon Sinn. Saladin ist auch weiter weg als Gandhi. Inder, direkt unsere Nachbarn, die Araber, kommen dahinter. Also wir fahren erstmal weit weg, weil die in unserer Nähe, die Artefakte, die einzusammeln, ist ja ein Kinderspiel. Das können wir immer noch machen. Das heißt, Robin schicken wir hier oben hin. Und hier sind drei Artefakte im Herzen des Arabischen Reiches, das hier bei Genf, dem ehemaligen unabhängigen Stadtstaat, mittlerweile von den Arabern eingemeindet. Dann eine Altertumsstätte noch hier gelegen, nordwestlich von Bagdad. Und es gibt noch hier eine zwischen Kairo und Adyab. Da werden wir uns drum kümmern. Fangen wir mal mit der hier vorne an. Da soll er hin. Gib Gas, gib Gummi, mein Lieber. Er hastet hier über diese Straße vorwärts. Um offene Grenzen müssen wir uns nicht kümmern. Wir haben ja die Terrakotta-Armee gebaut, das Weltwunder, sehr frühzeitig. Damit können wir ihn überall reinschicken, egal ob wir offene Grenzen haben oder nicht. Eine Runde weiter, gerne. Wir haben viel Gold mittlerweile ausgegeben. Wir erforschen die Industrialisierung, werden in 9, gleich in 8 Runden Fabriken bauen können. Das ist relevant für das Industriegebiet, das wir gleich fertiggestellt haben werden. Das Zentrale. Hier warten wir noch darauf, dass die Perle noch innerhalb der Kulturgrenzen von Jerusalem sitzen. Das dauert noch etwas. Gandhi hätte gerne eine Botschaft bei uns, blickt griesgrämig, aber auch wohlwollend. Zauberhaft, dass er das gleichzeitig hinbekommt. Ein Meister der Mimik. Wir wollen mit allen uns gut stellen, wir wollen friedlich zum Sieg kommen. Verteidigungskriege gut und schön. Für uns, hat Kleopatra schon gemerkt, für andere eventuell schlecht. Inspiration. Bauwesen hat einen Boost bekommen. Und hier wiederum in Birmingham ist das Industriegebiet fertig. Die Werkstatt, das Gebäude, das Vorgebäude vor der Fabrik in 8 Runden, wenn wir normal bauen würden. Industrialisierung in 8 Runden erforscht. Nach der Werkstatt kommt die Fabrik, alles gut. Das heißt, wir bauen hier die Werkstatt weiter. Werden passgenau in 8 Runden wechseln dann zur Fabrik. Große Persönlichkeit. Oh, wie schön, ein großer Künstler. Andrzej Rubeljow. Den holen wir uns, bringt uns Kunstwerke. Und wir bekommen Zeitalterpunkte. Oder wie der kultivierte und zivilisierte Sivar zu sagen, pflegt Zeitalterpunkte. Problem mit dem Wohnraum in einen Fist und was für welche. 11 von 9 vorrätigen Wohnraumplätzen gefüllt. Das heißt, hier werden die Kinder in doppelte, dreifache Kinderbetten gestapelt bis zur Decke hin. Andrzej Rubeljow, ja, den müssen wir, der schafft große Kunstwerke. Wir haben hier ein Kunstmuseum, also hier. Oder hier, das geht natürlich auch. Das sind die einzigen Plätze, die zur Verfügung stehen. Wir wollen die Grenzen von Jerusalem ausdehnen. Wir schicken ihn dort oben hin.
Hoppla. Das geht nicht, weil Marco Polo hier gerade den Platz versperrt. Jetzt aber. Er setzt eine Runde aus. Der alte Aufschneider Marco Polo hat damals diese tollen Geschichten mitgebracht aus seinem der Reise seiner Reise und der Reise seiner beiden Onkel, glaube ich, oder Onkel und Vater, zum chinesischen Kaiserhof, der damals ein mongolischer Kaiserhof war, weil die Mongolen China eingenommen hatten. Und der ist mit Säcken voll, voll von Gold und kostbaren Handelswerken, Handelswaren und Preziosen zurückgekehrt und auch mit einem Bündel kostbarer Geschichten, die er versilbert hat. Darunter wohl einige, die schöne Mischung sind aus Sachberichten, Sachreiseberichten und schönen Legenden aus dem Reich der Fabeln. Niccolo Machiavelli kann ja oben in den Amphitheatern seine Sachschriften veröffentlichen. Das dagegen, das ist echte Sachliteratur. Anzumerken ist, dass die Menschen entweder geködert oder vernichtet werden müssen. Für geringfügige Beleidigungen rächen sie sich. Bei schwerwiegenden sind sie dazu nicht in der Lage. Jede Verletzung muss also so zugefügt werden, dass die Angst vor Rache gleichzeitig eliminiert ist. Was für ein grausamer Typ, Niccolo Machiavelli, wenn man zuhaut, dann aber richtig. Das ist der Großmeister der pragmatischen und brutalen Politik, an dem sich die Machtpolitiker auch heute noch orientieren. Viele Leute lesen auch tatsächlich viele politische Führer beispielsweise, aber auch Armeeführer, Kommandeure und Offiziere dessen Schriften, weil man immer noch von ihm lernen kann. Was man lernen kann, wie man so richtig erfolgreich gemein ist. In London die Schiffswerft abgeschlossen. Sehr schön, sehr gut. Was uns hier fehlte, ist jetzt natürlich noch der Archäologe. Die beiden Archäologen. Schiffswerft hat uns die Produktion gebracht, damit wir die Archäologen jetzt schnell bauen können. Amphitheater steht, nächster Schritt wäre in Liverpool ein archäologisches Museum. Ich denke, das machen wir auch. Ah, das wäre so cool, eine verbotene Stadt zu bauen. Ein Joker-Politikplatz hätte ich so gerne. 31 Produktionspunkte, da kann man mitarbeiten. Diese Joker-Politikkarten, also das ist ein Weltwunder, das liebe ich. Das ist so flexibel einsetzbar. Das ist schon cool. Das kann man machen, das kann man setzen. Aber wir wollen ja... Ach, wir schaffen es auch so, oder? Obwohl, die kann man auch kaufen, diese ganzen schönen Dinge. Na, wir müssen auch... Na, wir ziehen das hier mal durch. Archäologisches Museum wird gebaut und eine Runde weiter. Mittlerweile wieder 1094 Gold, gleich werden es 1400 sein, 1500 sogar. Wir können dann wieder schöne Dinge kaufen. So, und mit ihr wollen wir doch mal aushalten, mit der Karavelle. Das machen wir dann im eigenen Territorium. Fahren wir mal hier hin. Mit dem Speer geht es an Land. In der nächsten Runde. In Birmingham. Ja, setzen wir die alte Handelsroute fort. Das macht Sinn. Ganz, ganz viel Gold. Richtung Rakidet. Machen wir weiterhin. Alles gut. Marco Polo, wir nehmen erstmal unseren religiösen Künstler. Und er schaffte die Verkündigung. Ein Meisterwerk, bei dem man Geschöpfe mit Heiligen scheinen sieht. Ich habe selber übrigens, wenn ich streame, ein extra Filter eingebaut, damit man meinen Heiligenschein wegmacht. Ich habe da so ein Greenscreen, so ein Spezial-Greenscreen, damit ich meine ganzen Missetaten bei Strategiespielen machen kann, ohne dass das irgendwie kollidiert mit dem Heiligenschein, den ich im Real Life trage. Falls ihr den sehen wollt, kommt mal zu einem Community-Treffen. Da bin ich dann ohne Filter, dann könnt ihr meinen Heiligenschein betrachten und bewundern.
Noch eine Runde aussetzen. Noch eine große Schrift. Wer eine Republik gründet und Gesetze darin aufstellt, muss davon ausgehen, dass alle Menschen böse sind und das Böse ihrer Seele jedes Mal in Ausübung bringen, sobald sie die Gelegenheit dazu haben. Ja, und das bringt so richtig was. Hier, Tourismus, 16 Tourismus, sehr, sehr cool. Warum, wenn ihr euch fragt, wieso 16, das sind doch jetzt 2x4, das sind doch eigentlich 8. Wir haben mittlerweile etwas erforscht. Eine kulturelle Errungenschaft, die uns eine Verdopplung der Tourismuswerte unserer Literatur bringt. Und geht es auch zurück. Hier gehen wir an Land. In Australien das Amphitheater abgeschlossen und mittlerweile zögere ich echt, ob wir nicht doch noch so ein Kunstmuseum kaufen sollten, weil wir haben so ein irres Tempo. Schaut mal hier. Große Schriftsteller, deren Werke packt man in die Amphitheater. Große Künstler, wir produzieren 20 Punkte pro großer Künstler pro Runde. Das heißt, in 10 Runden kommt schon wieder ein großer Künstler. Das ist ein irres Tempo. Das ist echt Wahnsinn. Aber, also das Thema sollten wir vielleicht komplett kriegen. Noch ist es wenig. Bringt nicht so viel wie die Arche. Na, wer machen? Wir ziehen das mal durch. Schaut mal hier, 6 Artefakte passen in ein archäologisches Museum. Wir belassen es mal bei dem alten Plan. Wir können notfalls noch irgendeine kleine Stadt erobern. Oder irgendeine eine bauen, wollte ich sagen. Eine bauen natürlich, wo man dann nochmal ein Kunstmuseum reinpflanzt. So, in Australien geht es weiter mit dem archäologischen Museum. Ja, wird gemacht. Wir können einen weiteren Handelsweg unterhalten. Sollten wir auch demnächst mal zum Bau einstellen irgendwo. Könnten wir vielleicht hier zum Bau einstellen, den zwischenschieben. Mhm. Sea-Dock wird angebaut, Händler ziehen wir vor. Ich habe mal geguckt, wann wir den Sea-Dock eventuell brauchen. Den brauchen wir ja eventuell kurz vor einem Zeitalterwechsel, um ein paar Zeitalterpunkte zu bekommen. Aber da sind wir ja noch ein Stück von entfernt. Leuchtturm fertig. Schiffswerft würde bringen plus 8 Produktion. Ich weiß, es ist spielerisch irgendwie absurd, hier auf diesem Binnensee eine Schiffswerft zu bauen. Aber das sind Ausflugsschiffchen. Da fährt man immer im Kreis hier einmal rum zum Leuchtturm und zurück. Und die Bürger macht das glücklich. Dann kommen die zurück und arbeiten glücklicher in ihren Betrieben. Und deshalb ist das so viel Produktion, die die Schiffswerft bringt. Irgendwie sowas. 13. Also das lohnt sich doch, oder? Das ist doch total heftig. Ich neige so dazu. Wir haben plus 22. Können wir auch kaufen, Leute. Das lohnt sich doch. 38 jetzt hier. Das ist unfassbar viel. Und jetzt setzen wir nach mit einem archäologischen Museum. Jerusalem, Wohnraum alle. Gut, dass wir demnächst auch Wohngebäude bauen können. Wohnanlagen, Vorstädte, aber noch nicht. Und, wo geht's weiter? Mittlerweile ein Barbarendorf wieder irgendwo. Nein, das ist schön. Freundschaften werden international geschlossen. Feindschaften sind mir lieber. In 10 Runden endet die Renaissance. Oh, 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 oh. Das ist jetzt das... Aha.
Zwei fehlen uns noch, wenigstens bis zu einem normalen Zeitalter. Das kriegen wir hin. Da mache ich mir keine Sorgen. So, noch ein, allein dadurch. Wir schaffen noch ein großes Werk. Den Erlöser in den himmlischen Mächten. Wieder ein Herr mit heiligen Schein, genau wie euer WB. Und haben jetzt hier... So, dann rennen wir hier mal rein. Schauen wir mal, was es hier alles zu entdecken gibt. Gibt es hier noch weiter archäologische Stätten? Und tatsächlich, hier ist eine. Ich glaube, die hatten wir eben noch nicht gesehen. Das hat sich schon mal gelohnt. Damit steigt die Anzahl der gesichteten archäologischen Stätten an Land auf 34. Wohnraumprobleme in Liverpool. Dann schmeißen wir mal den Produktionsfokus an. Und auch in Forlex. So machen wir das. Kornspeicher abgeschlossen. Mehr Wohnraum in Manchester. Das ist schön. Wir können den Produktionsfokus wieder rausnehmen. Und wir wollten hier ein Industriegebiet bauen. Das können wir auch weitermachen. Archäologen brauchen wir, natürlich, klar. Das bringt hier plus 3. Das ist die Stadt, die nicht profitiert von dem Industriegebiet bei Birmingham. Die ist zu weit weg von der Fabrik, die dort demnächst dort entsteht. Also es wäre immerhin... Hier ist das Industriegebiet, hier entsteht es ein plus 3 und wir können eventuell noch einen Bürger reinschicken. Wir haben 24-1. Wie lange wird das dauern? 6 Runden. Ja, machen wir mal. Ziehen wir mal durch. Und? Arabien erklärte Indien den Krieg. Das ist ja spannend. Das ist ja ein Ding. Indien selber darf Arabien nicht den Krieg erklären. Die haben eine entsprechende Agenda. Ich sehe alles, sagt Kleopatra, genau wie das Auge von Ra. Dachtet ihr, ich würde eure Armee an meinen Grenzen nicht bemerken? Ich schlage vor, ihr zieht sie ab. Ja, welche Armee denn? Wo denn? Was meint die? Ach, die meint die Schiffe, die da langfahren. Ach komm. Meine Truppen ziehen nur vorbei. Wenn wir einen Krieg erklären würden, wäre sie sauer. Wenn wir das Versprechen einhalten, freut es sie. Und das hier ist die unhöfliche Variante. Wir wollen das Verhältnis verbessern, also. So, immer noch nicht. Wann kann man denn endlich hier in Jerusalem die Perlen anschließen? In der nächsten Runde. Okay, alles klar. Und noch ein Kunstwerk. Himmelfahrt. Wunderhübsch. Und noch mehr Heiligenscheine sammeln wir. Gucken uns die großen Werke an, stellen fest. Das hat noch nicht ganz geklappt. Themenbonus verdoppelt den Ertrag, wenn Objekte desselben Types, und das haben wir hier, alles derselbe Typ, von alles religiöse Geschichten, von unterschiedlichen Künstlern ausgestellt werden. Das haben wir nicht. Mal gucken, ob wir demnächst ein bisschen puzzeln können. Das bringt herzlich wenig in dieser Weise. Hier gibt es noch zwei Felder, die noch nicht ganz aufgedeckt sind. Okay. Es wird gebaut, heilige Städten, mittelalterliche Mauern. Jetzt erklärt Korea Japan den Krieg. Das ist ja interessant. Zwei große Kriege. Ist das schon ein Weltkrieg? Zwei kleine Kriege mal zwei. Gibt es einen Weltkrieg? Ich glaube nicht. Wasser und Luft, die beiden essentiellen Dinge des Lebens, sind zum Mülleimer der Welt geworden.
Großartig. Also nicht die Sache mit dem Mülleimer, sondern dass sie den Naturschutz freigeschaltet haben. Drei Gesandte kommen drauf. Sehr cool. Handwerker können jetzt Wälder pflanzen. Das ist ultra cool. Wir sollten uns demnächst nochmal Handwerker besorgen. Wobei wir so viel Platz haben wir ja gar nicht. Wir sind ja mehr ein Wasserreich als ein Landreich. Aber bringt uns jetzt würde uns in den gut ausgebauten Städten, die wir im Augenblick haben, wenn wir Bauernhöfe vielleicht ersetzen durch Wälder, mehr Produktion bringen. Wir müssen ja nicht unbedingt überall noch auf große Bevölkerungszahlen gehen, oder? Und Wälder, die noch nie gerodet wurden, erhalten mehr Anziehungskraft. Und vor allem das Wichtigste, Tourismus durch Stadtmauern. Das wird sich gleich bezahlt machen. Wir können Naturforscher jetzt kaufen mit Glaubenspunkten, um Nationalparke zu erschaffen. Die Touristen anziehen. Okay. Zwei Zeitalterpunkte bekommen wir dafür. Damit haben wir zumindest ein normales Zeitalter freigeschaltet. Und das schauen wir uns nachher an. Wir wollen es ein bisschen suhlen in unseren Tourismuspunkten. Schaut euch das an. 54? 54 Tourismuspunkte. Sagenhaft. Weltrangliste. Kultursieg. Kleopatra. Das sind die Heimattouristen 100. Wir produzieren mächtig jetzt mittlerweile. Das ist die Abwehr quasi gegen die Tourismus, gegen die Auswärtstouristen der anderen Reiche. Das ist unser Abwehrwert, der ist sehr, sehr hoch. Und wir stellen da halt, wir ziehen im Gegenzug Auswärtstouristen an, die kommen auf Zeit. Die kommen noch. Und wir gucken mal hier rein und sehen, ach, jetzt wird der Tooltip nicht richtig angezeigt. Tourismus pro Runde 54. Das sind wir und die anderen. 16 bei Kleopatra, 19 bei Son Doc, 27 bei Saladin, 43 bei Gandhi. Hojo Tokimune kann ich nicht sehen hier leider. Das heißt, wenn die Japaner uns nicht übertreffen würden, dann wären wir vorne. Bei Tourismus pro Runde und bei Kultur pro Runde ohnehin. Das heißt, wir sind auf einem richtig guten Weg. Auf einem verdammt guten Weg sind wir. Super. Ganz, ganz großartig. Zauberhaft. Das lässt mich mit einem guten Gefühl mit euch gemeinsam die nächste Folge erwarten.